Jawohl, ja. Und schon sind wir angekommen. Im September also noch nicht. Es dauert ja noch schon noch ein bisschen. Aber bald ist es soweit. Und da wird es dann geben. Heute, Kinder, wird es was geben. 1. September geht los mit vielen Hörspielen, die beim Audioverlag erscheinen werden. Vielen Klassikern. Den Auftakt macht ein gewisser Herr Franz Kafka. Der hat ja mal so was geschrieben, dass das Schloss heißt. Und das ist ja auch verhörspielt worden. Und das Ganze wird es dann auch auf CD geben. Dazu gibt es viermal Friedrich Schiller, und zwar Don Carlos, Kabale und Liebe, Maria Stuart und Wilhelm Tell. Die Hörspiele gab es schon mal in einer Box, die hieß Dramen. Die ist eigentlich richtig gut, also inhaltlich vor allem, weil das total schöne Produktionen sind mit herausragenden Sprechern. Also gerade bei Maria Stuart und bei Don Carlos war das sehr, sehr sensationell erzählt. Kabale und Liebe ist auch noch richtig gut, einen kleinen Ticken hinter den beiden anderen. Und Wilhelm Tell fällt ein bisschen ab durch die Inszenierung. Was auch nicht so besonders schön war, dass diese, ja, was in der Box halt aufgefallen ist, dass die so unterschiedlich in der Klangqualität waren. Das wird mir jetzt bei Einzelhörspielen jetzt dann wahrscheinlich vielleicht nicht so auffallen. Aber das war damals ja ein einziger Kritikpunkt. Aber ansonsten lohnt sich das wirklich. Es ist eine ganz tolle Theaterproduktion und den dürft ihr gerne ein Ohr schenken. Jo, dann gibt's eine weitere Box mit Fällen von Maigret, nämlich seine besten angeblich, behauptet der DAV. Georges Simenon kennt man ja, aber also ich werde in meinem Leben kein Maigret-Fan mehr. Nee, ich glaube, ich habe noch kein Hörspiel gehört, das ich gut fand sogar. Also, nee, das haut irgendwie nicht hin. Die Geschichten reizen mich nicht und die Inszenierungen haben mich bis jetzt nicht gereizt. Das werden keine Freunde mehr. Leider. Müssen wir auch nicht. Aber es gibt ja Maigret-Fans und ja. Also für die hat man, glaube ich, schon wirklich einige sehr, sehr gute Folgen herausgesucht. Also Gelbe Hund, meine ich, wäre zum Beispiel, habe ich als recht gute Erinnerung, wenn ich mal die Maigret-Feindbrille absetze. Ja, also ich habe es da auch nicht so mit, aber wenn man das mal so ganz sachlich betrachtet, meine ich schon okay, also für die Zeit. Also man muss halt Maigret mögen, das ist halt das Problem dabei. Jo, dann den Abschluss für den DAV-Blog macht dann Juan Gabriel Vázquez mit Das Geräusch der Dinge beim Fallen. Das wird es auch am 1.9. geben. Ganz frisch, die wahrscheinlich im September auch beim WDR laufen wird. Wir wissen es noch nicht, WDR hat leider sein Hörspielprogramm noch nicht fertig. Aber beim DAV gibt es das zumindest schon mal, da könnte es dann auf jeden Fall da rein. Ja, dann zweimal Abenteuer Dinoland. Da geht es auch weiter bei USM mit der Folge 3. Wo ist der Ankylosaurus? Und der Folge 4, ein Stegosaurus auf der Flucht. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, sind das die mit diesem Tierarzt, oder? Jawohl. Ja, also die mit diesem Dinostein, der dann da irgendwie den Jungen dann in die Dinozeit katapultiert, wo dann ein Dinosaurier-Tierarzt auf ihn wartet. Ja, es klingt merkwürdig, aber so ist es auch. Steht so geschrieben und so ist es. Ja, das hat uns in den ersten zwei Teilen nicht so wirklich vom Hocker gerissen. Okay. Naja, Folge 3 und 4. Vor allem, weil ja parallel diese andere Serie rausgekommen ist, die deutlich mehr Schmiss hatte und Pfiff hatte. Ja. Naja, mal gucken. Schauen wir mal. Bibi Blocksberg gibt's auch. Und zwar am 5.9. mit der 111, der Hexenbesendieb. Kartoffelbrei wurde doch bestimmt schon 100-mal geklaut. Geschichte von Bibi Blocksberg. Also an einmal zumindest kann ich mich erinnern. Jetzt also wieder bei Kiddings. Ja, dann gibt es Kingdom of Schön von Björn Bicker beim BR. Das wird am 5.9. gesendet und wird es danach auch ab 5.9. im BR-Hörspielbuch zum Download geben. Das kommt mir schwer bekannt vor. Ja, das ist auch aus dem letzten Jahr. Haben wir das vielleicht sogar gehört, aber wieder vergessen? Also ich habe es nicht gehört. Du vielleicht, ja. Kann sein. Ist mir aber tatsächlich bis auf den Titel nicht mehr präsent. Können wir ja zur... Was ist das denn für eine Ausgabe, die wir das nächste Mal machen? Ist das die November? Oktoberausgabe, richtig. Oktoberausgabe, ja. Ja, vorher, 5.9. bleiben wir dabei, gibt's zwei Folgen der kleinen Schnecke Monika Häuschen. Ja, mit den wundervollen, wundervollen Titeln Warum hamstern Hamster und Warum torkeln Taumelkäfer. Es ist zuckersüß. Ja. Bei Karussell das Ganze. Dann Sternenschweif, Folge 29 und 30 kommen bei USM raus. Folge 29 die goldene Muschel und Folge 30 Funkenzauber. Funkenmariechen. Alles am 5.9. Ja, wir bleiben im Genre. Es gibt auch eine neue Folge von Wendy mit der Folge 62, Die heimliche Prinzessin bei Kiddings. Dann gibt es wieder was eine Woche lang zum Download und zwar die Fallers. Die feiern nämlich ihr 20-jähriges Jubiläum im Fernsehen und dazu gibt es auch Hörspiele.
Hugo Rentler hatte schon mal eins geschrieben und jetzt legt er sein zweites vor. Junggesellenabschied heißt das Ganze. Und das wird beim SWR, bei SWR 4, genauer gesagt, zum Download eine Woche, wie gesagt, ab 6.9. zur Verfügung stehen. Apropos Download, es gibt auch Andreas Ammers Gott ab 7.9. beim BR zum Download. Genau. Jo, das war kein besonders guter Ammer. Das war wieder einer, der total verkunstkackt, also nur kunstkackerte, ohne das gewisse Etwas zu haben. Ich glaube schon, diese Enzyklopädie, die da irgendwie nur bis zu Buchstaben B vorangetrieben wurde und da über Gott zig Seiten hatte, ohne das Wort Gott zu erwähnen. Schöne Idee wieder, aber ja, aber irgendwie kam nichts bei rum. Ja. Nee. Ja, dann Hans Magnus Enzensberger hat was für jüngere Ohren geschrieben, der Zahlenteufel. Der kommt nämlich beim Hörverlag am 8.9. raus. Jo, dann wieder ins Radio, beziehungsweise in den Download-Bereich. Beim WDR gibt's ab 9.9. dann zu hören, Ece Timbelkurans, was nützt mir die Revolution, wenn ich nicht tanzen kann? Das ist auch was, was man sich schon oft gefragt hat. Dann, Dietmar Dart hat Lago-Schmerzen, so heißt nämlich das Hörspiel, ein sozialmedizinisches Desaster. Wird es im BR-Hörspielpool nach der Ursendung am 12.9. geben. Dann wieder auf den kommerziellen Markt. Und zwar zu Europa. Da gibt es zum einen Hani und Nani mit Folge 45 auf heißer Spur ab dem 12.9. Ja, und da nicht Europa nicht genug, Huibu, Folge 21 kommt auch wieder. Juhu, sagen wir da. Jawohl. Die verspukte Maske. Da freuen wir uns wie ein Plätzchen drauf. Sehr schön. Weil die letzten, gerade die letzte war ja sehr, sehr gut. Oh ja. Dann ja, gibt's dann eine Doppelfolge. Jo. Lady Bedford, Folge 76 und 77 gibt es. Folge 76 und die Spur ins Grab und die 77, Lady Bedford und der Racheengel am 12.9. beim Hörplanet. Den krönenden Abschluss am 12.9. macht nochmal Europa mit TKKG 188, die blauen Schafe von Adelsbach. Das klingt vielversprechend. Sehr schräger Titel. Es könnte ein Bild sein. Erinnert mich so an die Hexenjagd in Leichenbach. Ich weiß nicht warum, aber so irgendwie habe ich schon den. Hat das sowas? Na, wenn wir mal gucken. Dann nochmal Andreas Ammer mit FM Einheit zusammen. Das ist zumindest dann für gute Musik gesorgt. Everest, eine WDR-Produktion, die es dann eben beim WDR auch zum Download geben wird. Das klingt vielversprechend. Ja, es geht um die letzte Platte der Beatles. Die soll aber irgendwie, also es wird so getan, als ob es sie nicht gäbe, wenn ich das richtig verstanden habe. Man nähert sich dann nur über die Gerüchte, die es um diese Platte gibt, so mit dem Mythos. Also das klingt vielversprechend, das könnte was werden. Also das könnte ich mir schon als kleinen Knaller vorstellen. Oder es verkunstkackert. Oder das. Könnte in beide Richtungen ausschlagen, ja. Genau. So, dann gibt's was wir leider nicht hören werden. Beim Klobi Verlag gibt es Papa Moll findet neue Freunde. Und viele von euch werden das auch nicht hören können, weil das Ganze gibt's nur in der Schweiz. Das ist nämlich in Schweizer Mundart und wird auch nur in der Schweiz ausgeliefert. Das heißt, wir hören's nicht. Viele von euch hören es nicht, aber wir haben ja eine relativ große Fanbase in der Schweiz. Ihr könnt es dann hören. Grüezi. Freut euch drauf, genau. Jo, dann gibt es natürlich wie jeden Monat auch da einen Radiotatort mit Folge 80, das Ganze. Grauzone heißt das Ganze genau. Dann. Stammt vom SWR, von Katja Brücke. Röder. Wie komme ich denn auf Brücke? Ja, weil Katja Brücke ist auch noch nicht mehr. Katja Brücke, ja. Du hast die Playtaste gekriegt wahrscheinlich, ne? Und hast jetzt wahrscheinlich Katja Brücke im Kopf gehabt. Weil die Titel mit drauf ist. Ja, sind wir doch gespannt. Ja. Jo, dann gibt's Neuigkeiten aus dem Gruselkabinett. Titania Medien mit der Folge 90, die Farbe aus dem All. Eine All-Folge gab's noch gar nicht im Gruselkabinett. Das ist Neuland. Und Folge 91, das klingt dann schon eher klassischer, Mary Rose. Das klingt so nach einem, Spuk, romantischen Spuk. 16.9. das Ganze. Ja, 16.9. gibt's auch Neues von Harry Horse. Von dem wir ja wissen, dass es der Autor ist, was die Sache nicht besorgt. Echt, die arme Kavallerie-Hose. Ja, es geht um den kleinen Hasen. Der feiert einmal Weihnachten und einmal hat er Geburtstag. Also zwei große Ereignisse im Leben des kleinen Hasen. Geht's bei Lübbe Audio am 16.9. Er feiert auch am 16.9. Weihnachten. Ja. Irgendwas ist mit diesem Hasen verkehrt. Irgendwas ist mit dem Hörspielwelt verkehrt. Ja, stimmt. Brennendes Eis im August. Halloween im Juli. Gut, bei dem brennenden Eis kann es immer sein, dass irgendein Cornetto mit Benzin abgefackelt wird. Sehr schönes Bild. Das ist ja fast schon poetisch. Ja. Dann wieder zurück ins Radio. Und zwar im WDR-Speicher gibt es dann ab dem 16.9. auch Dann sind wir Helden von Jochen Rausch zu hören und downzuladen. Ja, und zurück in den kommerziellen Markt. John Sinclair, Folge 95, Der Schädeldrohn, kommt bei Lübbe Audio am 16.9. raus. Ist das ein Riesenschädel oder ist das aus verschiedenen Schädeln? Nee, dann müsste es ja der Schädelthron heißen. Nee, ist egal.
Dann ein Knaller, jo, den wir ja schon gehört haben, schon gepriesen haben, der auch 2013 bei uns in der Liste sehr weit vorne gelandet ist. Sebastian Fitzeks Amok-Spiel. Jo, Lübbe Audio. Ja. Der nächste Fitzek war das. Das war ja unser erster. Jawohl. Das, wir gehört haben, wir hatten ja das Kind nicht gehört. Das erst quasi im Nachhinein dann erlebt, als es dann bei Lübbe Audio im letzten Jahr rauskam. Und Amok-Spiel ist eigentlich der zweite Sebastian Fitzek Umsetzung und die fand ich eigentlich fürs Hörspiel noch besser geeignet, weil die total mit Action überladen war und ständig was passiert ist und man konnte so viel damit machen mit dieser Story. Ja, spannend bis zum Schluss, obwohl ungekürzt man da denkt, naja, da wird es auch Leerlauf geben. Nee, gibt's nicht. Echt überhaupt gar nicht. Also man hockt da davor und zieht sich dann eben, wenn es auf CD rauskommt, CD nach CD rein und kriegt nicht genug von diesem Ding. Ganz großartig. Jo, dann eine weitere Folge aus den Sherlock Holmes. Ja, jetzt ist es ja nicht mehr die Archive des Meisterdetektivs. Nee, jetzt ist es ja nur noch Sherlock Holmes. Und ein Klassiker wieder, nämlich eine Frage der Identität. Das ist die Folge 14 dann bei Titania Medien, kommt auch am 16.09. raus. Da haben wir dann wieder so ein Triple von Titania, ne? Ja, und alles am 16.09. Ein Quadruple sogar, weil ja, jetzt kommt ja auch ein Titania Special. Spezial. Folge 10, Pinocchio, gibt's auch bei Titania Medien am 16.09. Ist ja eine schöne Geschichte eigentlich, Pinocchio, ja. Ja, bis auf diese eine Verhörspielung, die ich so merkwürdig fand, wo das so Episoden auch erzählt im wurde. Hatten, ja. Ja, das war echt ein bisschen merkwürdig. Ja, die ist aber halt so. Das Original ist halt so. Das Buch Original sind immer so kurze, immer so kurze Sequenzen. So mal gucken, was. Ja, du müsst ja eigentlich, Titania ist ja immer so nah dran am Original. Naja, wir werden es ja hören. Wir sind gespannt. Jo. Dann geht's wieder ins Radio. SWR, da gibt's Christoph Buggerts 4 Versuche über die Zeit ab 18.09. zu hören. Ja, Dietrich Grönemeyer sagt. Der kleine Medikus gibt ein Dressler. Wer ist denn Dressler? Das ist Verlag. Ich denke mal, das Dressler ist der Buchverlag, wo die anderen Sachen auch erscheinen, also seine Bücher und so. Und da gibt's einen kleinen Medikus. Ist das der Medikus für Kinder dann? Ja. Quasi umgeschrieben. Nee, wahrscheinlich nicht. Nein. Jo, dann gibt's wieder einen Blick ins Radioarchiv. Und dann wisst ihr schon Bescheid, kommerzieller Markt. Ah, Pidax. Pidax schlägt wieder zu. Und zwar gibt es einen Francis Durbridge, einen Tempel. Und zwar den Fall Conrad. Ab dem 19.09. das Ganze. Den habe ich gerade auf dem Ohr. Lässt sich sehr gut an, muss ich sagen. Ich bin jetzt bei Teil 3 von 6. Kann ja nicht allzu viel verraten, aber das hat schon was. Ich kenne, glaube ich, auch echt keinen schlechten Tempel. Also nee, mir wird spontan kein schlechter Tempel. Den kennt, also hier den kennt man ja auch. Den gibt es ja in zwei Fassungen. Den gibt es ja vom WDR ganz normal. Hier, das ist die BR-Fassung. Und also von daher, die Story ist bekannt, aber ich finde die Umsetzung auch sehr gelungen. Ich glaube, da kenne ich tatsächlich nur das den vom BBC bei dem. Echt? Bei dem Tempel. Ja, ich glaube schon. Das ist die einzige Lücke bei Tempel von den CDs. Das fehlt mir noch. Ja, dann geschlossen. Nee, die andere Version, meine ich jetzt. Ach so, die WDR-Produktion. Okay. Ja, genau, die fehlt mir noch. Ja, dann, Mensch, eine andere Reihe steuert, um im Bild zu bleiben, ihr werdet gleich wissen, warum, auf die 50 zu. Mit der 49 gibt es nämlich bei der Romantruhe Audio den 49. Geisterschocker Piratenrache. Ja, Mensch, wir waren doch schon in norddeutschen Gefilden zuletzt. Ja, geht jetzt dann etwas weiter. Ja, ach Mensch, da kommen wir ja noch dazu nachher. Stimmt. Genau. Dann Giraffenaffen. Gibt es auch was bei Oettinger Audio. Schön. Die Mondreise, die war ursprünglich fürs Frühjahr geplant, kommt jetzt im Herbst. Und dazu gibt es noch eine Folge, die Riesenspur. Beides am 19.09.2014. Jo, dann wieder eine neue Serie aus dem Hause Winterzeit. Eine Krimiserie, nämlich Pater Brown. Kennt man ja. Ugan, schon mal gehört, ja. Mit Folge 1, das Blaue Kreuz. Das ist keine Original-Brown-Geschichte dann wahrscheinlich, oder? Vermutlich nicht. Mhm. Ja, ich fand halt die Werbung auch ein bisschen blöd von Winterzeit dazu, muss man sagen. Dass da quasi so auf so ein Volker Brandt-Bashing gemacht wurde, dass man gesagt hat, ratet mal, so nach dem Motto, ratet mal, wer Pater Braun spricht. Ganz gewiss nicht Volker Brandt. Und dann sind Smiley dahinter, weil Volker Brandt da nicht in jeder Folge überzeugt hat. Ach, fand ich ein bisschen merkwürdig. Muss nicht sein, nee. Ja. Aber also, sollte man erstmal 50 Hörspiele rausbringen. Lustigerweise finde ich eigentlich da mit seinen besten Sachen. Also er ist für mich irgendwie Pater Brown geworden, komischerweise. Ja, das waren ja auch einige. Gibt's ja, 23 gibt es, glaube ich. Ja, mittlerweile auch mehr, oder? Weil es doch da, die kamen da noch einige an Boxen danach. Also ach nee, Mensch, siehst du, dann fehlen mir ja sogar noch welche. Ja, ich kann aber sagen, Weltbildkram, ich nur 23, es könnte sein, dass es nur 23 Originalfolgen sind und dann danach so Pastiche haben. Also da finde ich Volker Brandt, also zum Beispiel als Atlan deplatzierter. Das stimmt, ja. Obwohl er das natürlich, das hat er auch gut gemacht, aber irgendwie, das fand ich eine komische Besetzung damals. Das hat irgendwie gar nicht mehr in Atlan gepasst.
diese große Kavenz, dieses mächtige Wesen da und dann mit Volker Brandt Stimme irgendwie taucht dann Pater Brown auf. Ja, na, Perry. Sven Blade besser gewesen. Ja, genau. Oder Annette Louisand. Ja, genau. Mit Annette Louisand als Bartlord. Hallo. Schön, wir sollten tatsächlich Casting-Manager hier sein. Genau, wir wären richtig gut. Ja. Originell. Hier, weiter geht's. Hier, Krimi, Sherlock Holmes, die neuen Fälle. Gibt's im September auch die nächste Folge schon, Folge 13. Der geniale Magier von Romantur Audio. Ebenfalls Romantruhe Audio bzw. Dreamland gibt es eine neue Folge von Tony Ballard. Da hat es ja den Auftakt gegeben mit Folge 18. Das war da mit dem Tansania, oder? Mhm. Ja, ich glaube schon. Und jetzt den zweiten Teil Duell der Dämonen. Ja, die ich nicht hören werde. Bist. Nein. Nee. Ja, dann Fallers die nächste. Kurz mal weg gibt es bei SWR. Das zweite Hörspiel zum 20-jährigen Jubiläum ist ab 20.09. bei SWR 4 zum Download zur Verfügung. Dann, oh Wunder, es kommt ein Hörspiel beim Hörverlag raus. Unglaublich, ein zweites jetzt. Heieiei. Hugh Loftings Dr. Doolittle. Bin ich mal gespannt, die habe ich auch tatsächlich noch nie gehört. Schauen wir mal. Maya Das Gupta hat das Hörspiel 5 Stunden Hochzeit für den SWR geschrieben und den gibt es auch ab 23.09. dann eine Woche lang zum Download. Mindestens eine Woche. Kann auch sein, dass es länger ist. Manchmal ist es länger bei denen. Ich blick da nicht so ganz durch. Dann Besuch aus Gallien. Asterix mit Folge 13 in der Kupferkessel. Und Folge 14 in Spanien. In Spanien sagt mir gerade gar nichts mehr. Kupferkessel, klar. Das mit dem kleinen Jungen, oder? Das ist ein kleiner spanischer Junge. Beides bei Karussell. Tatsächlich Asterix, ja. Aber schon ewig nicht mehr. Da können wir auch mal gucken, wann die letzte Folge rausgekommen ist. Das ist ja wahrscheinlich, also ich hätte jetzt auch gesagt, das ist mindestens 10 Jahre her, oder? Ja, gefühlt schon. Ja, aber also da ist einfach, also die Europasachen finde ich immer noch, also ich höre das tatsächlich immer noch gerne. Och Mensch, da ist doch hier, Wolfgang Dräger ist doch da, der Erzähler. Das ist so eine geile Besetzung. Hänschen Klarin, Pfitzmann, das ist irre, was sich da Sprecher tummeln. Dann dieses Comichafte, also das haben sie damals richtig gut gemacht, finde ich. Schön albern, ja, toll. Ja, ich kenne tatsächlich gar keine. Also es ist, was, echt von Europa? Weder Europa noch. Zu ich habe die gern gelesen, aber irgendwie habe ich nie die Notwendigkeit verspürt, das zu hören. Aha. Na komm, eine Folge musst du dir schon irgendwann mal reinziehen. Okay, ich gönn mir dann mal eine Folge. Ja. Ja, ist tatsächlich auch von 2006. Ein gutes Jahr fürs Hörspiel. Das ist irgendwie so alles von 2006 heute. In den Keller gehst und irgendwie so einen Wein drauf holst. Ne? So eine Kassette rausziehst. Na ja, das ist ein 2006er Jahrgang. Sehr schön. Jo, dann Conny. Ach Mensch, Conny feiert auch Weihnachten im August. Jo. Irgendwas ist doch da schiefgelaufen. Im September sind wir. Im September. Und geht dann danach ins Klassencamp. Zwei Folgen bei Karussell, das Ganze auch. Ja, dann ein Fall für die Rosen. Die Folge 6, die Rache des Meisterdiebs, soll am 26.09. bei Winterzeit erscheinen. Wir sind gespannt. Ja, also die letzte war die mit der Nautilus, oder? Ja, genau. Ja, das war ja ganz gut. Die sind ja eigentlich von der Idee her ganz gut. Manchmal hakt es so ein bisschen an mit den Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten, das ist halt so ein bisschen merkwürdig, aber so insgesamt mag ich die Reihe eigentlich sehr gern. Jo, dann gehen wir. Ach, das ist hier Winter. Mit den 5 Freunden und die Entführung im Skigebiet, die Folge 108, ja. Auch am 26.09. Man muss natürlich sagen, am 26.09. kommt das raus, da steht auch schon seit mindestens einem Monat der Spekulatius beim Aldi. Also das ist auch wieder wahr. Ja. Ja, Gabriel Burns, Folge 44, soll auch am 26.09. erscheinen, die ewige Nacht der See von Decision. Ja, sind wir gespannt. Ja. Dann Sandra Grimms Minitour, Freunde für immer. Das wird bei Hörbuch Hamburg Silberfisch erscheinen. Da hat man auch schon länger nichts mehr von Hörbuch Hamburg, ne? Nee, also so Erwachsenenbereich gar nicht. Kinderbereich war, glaube ich, auch Minitoo, der erste Teil, das letzte. Ah ja. Momentan ein bisschen ruhiger, ja. Ja, dann die Teufelskicker, Folge 52, Hallenduell. Auch Winterfolge. Ja, Winterfolge. Am 26.09. Jo, dann wieder ins Radio. Beim BR gibt's ab dem 29. zu hören Michael Bulgakov und downzuladen. Meister und Margarita, Teil 1 von 12, ein 12-Teiler. Da ist wieder der berühmte Winter-Jahresende-große Block. Ja, diesmal Meister und Margarita, gibt es ja auch schon eine riesen Hörspielfassung. Aber jetzt macht mal beim BR, macht Klaus Bulert nochmal eine neue. Oh. Ja, ich habe Angst. Bulert. Oh. Ja.
Ja, dann gibt es frisch verschoben aus dem August Gilbert G. Chestersons Father Brown, Der Marquis von der Marne bei Audiobuch. Das ist eine WDR-Produktion aus den 50er Jahren. Die haben wir auch gehört. Ich fand die aber mehr als seltsam. Irgendwie ist da das Flair irgendwie ist mir total gegen den Strich gegangen. Das hat mir irgendwie, ging das nicht an mich. Das ist aber auch eine komische Geschichte. Ja, die Geschichte ist merkwürdig und auch ich finde auch die Erzählweise so seltsam. Das war so alles so düster und auch wieder so wie bei Lord Peter so reingeworfen. Also ich hatte unheimlich Schwierigkeiten, erst einmal die Leute zu sortieren. Die Erzählperspektive ist auch merkwürdig. Ja, genau, man erzählt ja das in dieser Gruppe und dann wird da immer wieder diese Rückblicke und ja, also es dauert wirklich lange, also bei mir hat es zumindest lange gedauert, bis ich da wirklich mal so drin war, dass ich sagen konnte, okay, jetzt habe ich es mal halbwegs geschnallt. Also aber dann ist das Ding ja auch schon vorbei. Also das, ja, ja. Also so hundertprozentig wahrscheinlich von überzeugt. Aber ihr könnt es ja selber austesten. Wie gesagt, am 30.09. Yep. soll es das Ganze bei Audiobook geben. Ja, auch am 30.09. Beim SWR gibt es dann zu hören und downzuladen Lena Müllers Nichts von mir soll drinnen bleiben. Das könnte eklig sein. Oder emotional gedacht oder ja. Lass uns mal überraschen. Genau. Und Van Dusen wird es im September auch wieder gegen irgendwann im Laufe des... Was? Yeah, habe ich gesagt. Entschuldigung. Ach yeah. Okay, ja. Und zwar Van Dusens erster Fall. Das ist dann natürlich logischerweise Folge 11. Macht ja Sinn, aber es ist ja so. Es ist ja im Rückblick auch produziert. Genau. Man produziert es ja chronologisch und da zeigt Van Dusen so zum ersten Mal seinem Detektiv-Widersacher Caruso, was so eine Hake ist. Ja, ist ein relativ einfach gestrickter Fall, weil halt eben so der Van Dusen-Kosmos da halt noch drumherum ist mit der Einführung von Caruso und Gedöns und dann ist und das erste Aufeinandertreffen von Hedge und Van Dusen auch. Ja. Genau, ja, das wird halt auch geschildert und dann ist dann diese Schachpartie mit diesem Schachweltmeister, den Van Dusen natürlich bitterbös schlägt. Das ist so geil. Antworten, obwohl Van Dusen natürlich kein Schach spielen kann. Nö. Und sich auch überhaupt kein Interesse daran erklären hat. Lassen, wie die Figuren zu laufen haben. Ja, natürlich. Aber ja, sehr unterhaltsame Folge, fand ich sehr gut und passt einfach in den Van Dusen-Kosmos super rein und sollte man auf jeden Fall gehört. Auf jeden Fall. Jo, dann auch Thema Verschiebung nochmal. Die zweite Folge der Trashothek ist nochmal verschoben worden. Jetzt erstmal hier Ende September. Mal gucken, wann es erscheinen wird. Wollten wir nochmal erwähnt haben, die Kreuzfahrt der blutigen Skelette, Terror vor Cuxhaven. Jo. VF. Und damit sind wir auch endlich durch. Also jawohl. Es hat lange gedauert. 65 Hörspiele. Ne, 64. Ist schon eine Menge. Das ist echt. Also ihr könnt jeden Tag zwei hören. Und dann ist immer noch was übrig. Ja, also vom Schnitt her kommt das bei uns ja wahrscheinlich hin. Ja. Ungefähr. Ja, wobei Karl May hat immer einen Schnitt versaut. Um Gottes Willen, da bist du ein Jahr mit beschäftigt. Nein, ein Jahr nicht, aber gefühlt. Man altert beim Hören. Ja, und danke. Jetzt müssen wir nochmal einen Bogen schlagen zum Radio. Denn der Radiomonat gibt es ja auch im September. Ne? Ja. Und da wir ja nicht Sendung machen können, müssen wir natürlich auch euch sagen, weil sonst, ihr kriegt das ja sonst nicht mit. Und sitzt verzweifelt vom Internet oder hier vom alten Radio und sucht in den Sendern in der Gegend rum. Nein, wir sagen euch natürlich vorab, was ihr gefälligst zu hören habt. Nein, was sich eventuell lohnen könnte. Oder gefälligst. Ja, genau. Und das gibt's jetzt zu hören.